Ja, danke schön an die Nachrichten. Grüße nach Hamburg. Und wir beginnen sehr gerne mit der Brisanz-Sendung. Guten Abend, ich grüße Sie zu einer neuen Woche. Sie haben es vielleicht gerade schon gehört. Wir erinnern heute an den verstorbenen Henning Mankell, den Mann, der so viel schaurig Spannendes aus Schweden geschrieben hat. Das machen wir später bei uns in der Sendung. Schauen wir erst einmal auf diesen Tag. In Thüringen, da war nicht das Wasser von oben das Problem wie in Frankreich. Darüber werden wir nämlich gleich noch reden. Hier hätte man auf dem Campingplatz viel und vor allem schnell Wasser gebrauchen können. Dort führte vermutlich das Heizen mit Gasflaschen in diesen ersten kalten Nächten zur Katastrophe. Ja, Ärger für Urlauber und Anwohner gab es auch an der Côte d'Azur. An der Côte d'Azur begann heute das große Aufräumen nach dem Regen. So viel ist davon gefallen wie sonst in 2 Monaten nicht. Und dabei ist der Herbst eigentlich eine ganz beliebte Reisezeit für diese Region. Das Auto wurde vielen zum Verhängnis bei diesem Unwetter. Die glaubten, gerade im Auto wären sie sicher. Ja, und gerade kam dazu noch eine Nachricht. Die Zahlen der Toten und Vermissten haben ja sehr geschwankt. Aber nun haben wir gerade gehört, dass 2 der Vermissten gefunden wurden, lebend. Und einer wurde in einem Krankenhaus behandelt. Also das noch dazu. Ja, wir kommen nach Deutschland zurück. Die Gespräche waren heute in vielen Büros sicherlich ähnlich. Nach dem Motto, hast du auch gewartet? Oh nein, wie lange denn du? Geduld war heute das Zauberwort für Bahnreisende in Nordrhein-Westfalen. Grund war ein Feuer in einem Stellwerk. Also eigentlich technisch eine kleine Ursache, aber mit einer Riesenwirkung. Und das vielleicht noch für Tage. Immerhin, wenn, dann hatte man mal heute die perfekte Ausrede. Also das Stichwort ist langsam, bleiben Sie geduldig. Heute ging es vor einem Schweizer Gericht um einen möglichen Millionenbetrug. Und der Mann ist auch in Deutschland kein Unbekannter. Er ist hier schon mal rechtskräftig verurteilt worden, weil er mit seiner Firma Flotex einen Schaden in Milliardenhöhe verursacht hatte. Mit diesem Video hatte die Firma damals groß für sich geworben. Da sehen Sie auch den Mann, um den es geht. Das war damals ein Riesenwirtschaftsskandal, Anfang der 2000er Jahre. Und den Finanzbehörden war damals Versagen vorgeworfen worden. Nun steht also dieser Mann wieder vor Gericht. Und es geht wieder um viel Geld. Big Money, so hat er sich damals genannt. Und angeblich hat er immer noch was von der dicken Kohle von damals. Vorsicht bissig, da stimmt's mal. Die nächste Geschichte, die ist eigentlich filmreif. Sie erzählt davon, wie Musik verbindet, auch in schwierigen Zeiten. Es ist die Geschichte vom Tegernseer Männerchor, der plötzlich Besuch bekam von einem Mann aus Afrika, der mitsingen wollte. Jetzt war das erste gemeinsame Konzert. Keiner sagt, dass es leicht wird mit der Integration von so vielen Menschen, die jetzt kommen. Aber vielleicht gibt dieses Beispiel ja so ein bisschen Hoffnung. Wenn man von der Dichte seiner Verbrechen ausgeht, dann sind Schweden-Urlaube eine mörderische Angelegenheit. Heute ist der große Krimi-Autor Henning Mankell gestorben, der auch dem Tatort Kiel herrlich böse Geschichten geschenkt hat. Sein ehrlichstes Buch aber war kein Krimi. Es war ein Buch über die Krankheit, die ihm letztendlich das Leben gekostet hat. 67 ist er geworden. Die Brücke, auf der im Kalten Krieg Spione ausgetauscht wurden. Und obwohl damals eigentlich alles abgeriegelt war, rund um das Filmset durfte Frau Merkel, wie die sagen, natürlich durch. Und sie wird sich ja vielleicht den Film im Kino ansehen wollen. Jetzt ist er nämlich fertig. Übrigens ist auch ein großer Deutscher dabei. Sebastian Koch spielt mit. Und in New York war jetzt große Premiere. Wir warnen ja hier immer mal wieder eindrücklich vor den Risiken und Nebenwirkungen von Prominenz und zu viel Alkohol. Und heute kommt die mahnende Botschaft von Cameron Diaz. Es gibt in Hollywood die Art Frauen, die man lieber aus der Ferne bewundert. Und dann gibt es die eine, von der viele sagen, mit der könnte ich auch befreundet sein, selbst wenn man sie gar nicht so richtig kennt. Und das ist sie, Kate Winslet. Sie hat mal gesagt, dass das eines der größten Komplimente für sie ist, wenn Frauen so etwas über sie sagen. Heute wird diese Freundin 40 Jahre.